Weiß ich nicht, Digga. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Freunde, wir gehen heute mal wieder über meine persönlichen Lieblingsfolgen. Sind es am Ende des Tages, wenn wir uns sehen, zusammen was essen gehen, zusammen was machen, wie auch immer. Wir werden auch noch im nächsten Jahr sehr, sehr viele krasse andere Sachen machen. Ich will nur als allererster sagen, bevor es hier ins Video geht, dicker Kuss geht an euch alle raus, dass ihr die Videos schaut, klickt, liked, kommentiert, deabonniert, manchmal auch, habe ich gesehen. Heute gehen wir auf jeden Fall mal wieder mit einem Zuschauer essen. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Ihr habt circa 10 Minuten, wahrscheinlich schon nur noch 9,5 Minuten. Um 13 Uhr holt mich der liebe Alan ab. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber egal, das werden wir gleich rausfinden, ob das sein echter Name ist. Bevor wir aber gehen, mein Outfit heute, all black everything, weil ich habe Geschäftsmeeting. Bruh. Es ist mal wieder soweit. Randy hat ein Paket bekommen und ein ziemlich großes Paket. Von, sagt euch das hier was, sagt euch dieses Emblem hier was. Wenn nicht, dann hört jetzt ganz genau zu. Ich hatte so einen grauen Hoodie immer mal wieder jetzt in meiner Story an und ich glaube auch in einem Video davor oder zwei Videos davor. Und wir machen das jetzt auch ganz schnell. Pass auf. Die Marke heißt Private Company. Ich habe davon noch nicht gehört gehabt davor. Die haben mir geschrieben auf Insta, dafür geht erstmal nochmal ein dicker Kuss an euch raus. Alles ist oversized geschnitten, ziemlich nice, also feier ich. Das ist auch kein Placement oder irgendwas. Die haben mir nur Klamotten zugeschickt. Ich habe denen nicht gesagt, ich packe die in ein Video oder ich pack sie nicht in ein Video. Ich habe einfach gesagt, schick gerne was zu. Ich habe einen Brief bekommen. Ihr wisst, Randy liebt Briefe. Hey Randy, wir wünschen dir viel Spaß mit der Kollektion. Wir haben die Pieces in XXL geschickt und XL reingelegt. Da unser Schnitt sehr oversized ist, so kannst du dir den Fit aussuchen, der dir gefällt. Ich habe aber noch zwei Sachen, die komplett verschlossen sind. Und die packen wir jetzt zusammen aus. Und ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich habe mir keine Fotos irgendwas schicken lassen. I like it like that. Ein XXL-Shirt. Und dieses Shirt ist nice. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ja? Aber diesen Print, den fühlt man. Brauchen wir noch ein Outfit für das Video heute. Sehen wir dann gleich, wie gut das Zeug ist. Ist es zu groß oder ist nicht zu groß? Das ist jetzt die Frage. T-Shirt kann man natürlich rocken in der Größe. Aber ich denke, in XL würde es mir wahrscheinlich auch stehen. Und jetzt, wenn man hier schaut, das fühlt man auf jeden Fall. Das ist raus. Also das hier nicht, aber die Schrift finde ich ziemlich nice. Was sagt ihr zu diesem Shirt? Lasst mich mal gerne wissen in den Kommentaren. Private Company, Kuss geht raus. Dann haben wir nochmal ein Shirt mit einer brennenden Hand und wieder Private Company, dick draufgestickt, der Rücken ist immer frei. Ich finde die Embleme ganz nice. Das, was mir am meisten gefällt dabei, okay? Natürlich, das Embleme ist sehr groß draufgeschrieben und so, weiß ich nicht, ob das immer so sein muss. Der Stoff, Leute, der Stoff, okay, das ist wirklich, da ist Power dahinter. Das, es hängt auch nicht so heavy. Es ist so die Mitte zwischen diesem überdicken Stoff und dem sehr dünnen Stoff. Ihr wisst, was ich meine. So, an alle Firmen, die mir Sachen zuschicken, wenn ihr mir Sachen doppelt schickt, immer nice. Das Shirt, sage ich euch ehrlich, wie es ist, das ist jetzt XL, Freunde. Das ist ein geiler Schnitt, ja? Genau, das hier ist so leicht. Sieht man beige? Das ist weiß. Jetzt um 13 Uhr. Apropos, werdet ihr abgeholt. Schaut mal, wie pünktlich ich bin. 12.59 Uhr. Jetzt gehen wir raus und Alan wartet auf uns. Boah, wenn der jetzt nicht Alan heißt, wird das cringe. Für heute ist dieser Pulli in XL. Ich bin 1,89. Drunter habe ich dieses Shirt einfach jetzt. Es hängt so ein bisschen raus. Diese Hose ist so Samt. Chucks, Mütze, Brille, Jimmy. Was geht, Maschine? Alles fit? Alles gut? Alan, gell? Alan, ah, ja. Ich habe Alan gesagt. Okay. Ja, Alan und kein Stress. Wenn der jetzt nicht Alan heißt, wird das cringe. Was geht? Alles fit? Alles fresh gut. Sehen wir aus. Du hast einfach einen cooleren Schuhen als ich. Was soll das, Bruder? Aber ich habe deinen auch. Ja, okay, stark. Ja. Boah, wir quatschen später. Ja, ja. Ich brauche den auch. Peace, Leute, ich bin Alan. Let's go, gehen wir essen, oder? Let's go. Nice. Diese Rrrr ist das, gell? Ja. Jetzt hat er auch richtig Power? Ja. Ja? Ja. Okay, stark. Ja. Du musst einmal kurz erklären, was für ein Burger. Okay. Weil hast du es mir gesagt? Nein, gell? Nee. Es ist Smashburger halt. Smashburger, wie heißt der Laden und sowas? Okay. Und ist es der beste, den du kennst hier in Wien, oder? In Wien auf jeden Fall. Ja, in Wien schon. Weil der benutzt halt komplett eigenes Bun, ne? Also der, okay. Er macht selber einen Bun? Nee. Er benutzt das Kartoffelbun, was Gold ist, auch benutzt. Ach so, dieses Martin's Potato Roll. Ja, genau. Okay, wie heißt der Laden? Smashbox. Ja. Ich war da schon mal? Nein. Ja, Bro. Okay, ich hab's mir schon gedacht. Wir fetzen den und schauen uns den an. Es ist auch schon ein bisschen her, dass ich da war. Okay. Ich glaube, der hat jetzt einen neuen, Peanut Butter Chicken. Ja, wir probieren einfach durch. Ja, wir probieren einfach durch. Ja, mehr. Let's go. Smashbox, willkommen. Was für deine Diät? Stark, Bruder, danke. Ja? Danke dir, Bruder, bitte, danke. Bitte. Kuss geht raus an euch. Vitaminwasser, Diät. Sei ehrlich, ich gewinne easy, oder? Ja, safe. Okay. Safe.
Okay, der hat schon Power, ja? Ja, ist. Du hast noch nicht mal richtig gedrückt, oder? Nee, nee. Ist, kann man da Sportmodus und so? Ich kenne mich gar nicht aus dem Auto. Ja, es gibt Sport und nicht Sport. Das klingt jetzt blöd, aber ich hatte immer gedacht, der schreit einfach unnötig. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, du hörst, du denkst, es kommt so ein Porsche, Bruder, aber dann kommt so ein... Dann kommt so ein kleiner. Ja, aber... Boah, okay. Hat der Front? Ja. Okay. Boah, der schießt sogar und ja, so. Ja. Krass. Wir gehen zu Smashbox. 340 Bewertungen, 4,8 Sterne. Das ist schon mal nicht schlecht. Die sind halt, glaube ich, die einzigen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, die einzigen in Wien, die dieses Martins Potato Roll haben, wenn ich es richtig ausspreche. Potato. Chicken Burger habe ich dort noch nie gegessen. Ich muss persönlich sagen, die Burger sind sehr, sehr gut. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich dort war. Deswegen wird es jetzt trotzdem noch mal interessant, wie gut die sind. Hast du schon viele Burger hier gegessen? Ja. So gefühlt. Hast du eine Rangliste, eine kleine, wo du so sagst? Smashbox ist deine Nummer 1. Ist meine Nummer 1. Was ist deine Nummer 2? Meine Nummer 2, wäre es. Es ist blöd gesagt, aber es ist ein, zwar, obwohl es eine Kette ist, Le Burger. Le Burger? Le Burger, ja. Okay, war ich noch schon nicht? Mal? Nee. Platz 3 wäre Cheat Day. Cheat Day? Auch ein kleiner neuer Laden. Geil. Ein kleiner, unscheinbarer Laden im dritten Bezirk. Ja. Falls ihr auch noch irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben oder auf Insta durchschicken. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das für eins ist, ob das, das wie in Deutschland das Vitamin Water ist, aber es ist lecker. Das ist Freiburg. Ganz kurz. Ganz kurz, also der Kollege hier war bei Goldies. Sag mal deine ehrliche Meinung. Mit Abstand der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Und das also ist es. Das ist es. So, Europa ist der Top-Liga. Es gibt wahrscheinlich in Amerika noch vielleicht ein paar Sachen, die vielleicht besser sein könnten oder Geschmacksunterschied sind, aber es ist safe auch einer meiner besten Burger, die ich je gegessen habe. Das Gesamtpaket stimmt. Alles, gell? Die Pommes, der Bun, das Patty oder die Patties beziehungsweise. Natürlich. Sehr gut. Also der Burger ist natürlich sehr, sehr gut, der Beef Burger. Aber wo ich mir sicher bin, dass die wahrscheinlich weltweit ganz oben mitspielen, Top 3, weltweit, egal wo du hingehst, sind die Chicken. Die Chicken sind unschlagbar, Bro. Kuss geht raus ans Goldies. Ist eh, glaube ich, nicht so weit jetzt von hier. Das geht schon. Ich glaube nicht. Ich hab... 5 Minuten walken kann man schon. Dieses Ding, Alter. Oh. Macht Spaß. Fünf bis sechs Minuten sind wir jetzt kurz spaziert und ich glaube, es ist jetzt gleich soweit. Da vorne links wartet Smashbox auf uns. Hunger habe ich auf jeden Fall, jetzt hoffe ich. Er hat auch gemeint, der Alan, dass es hin und wieder, oder die wechseln die Karte. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, deswegen werden wir, ich denke mal, so ein bisschen durchprobieren. Chicken, Beef und vielleicht irgendwas Specialiges. Voll. Ich glaube, die Pommes habe ich da sehr gefeiert. Ja, die Pommes, so Riffelpommes. Genau, ja. Die habe ich gefeiert. Spicy Peanut. Aha, geil. Spicy Peanut Chicken. Ja, den gab es so kurz gar nicht. Ja, Freunde, wenn ihr in den Laden reinkommt, ihr habt gefühlt so 8 Quadratmeter, 2 Sitzplätze, also so 6, 7 Sitzplätze. Dann habt ihr direkt vor euch die Karte, wo es genau 2 Burger gibt. Ihr habt einmal den Cheeseburger, klassisch. Doppelpatty, also nicht klassisch, aber Doppelpatty. Könnt ihr noch ein bisschen Bacon Jam, Onion Bacon Jam bestellen. Trüffel Portobello, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber ich denke mal eine Trüffelsoße. Dann gibt es jede Woche oder einmal im Monat, ich weiß nicht genau, wie das ist, einen Special Burger. Und diesmal ist der Spicy Peanut Chicken. Wir werden sowieso beides probieren. Die Pommes habe ich hier schon probiert, die sind super lecker. Dessert, Bananacreme-Pudding mit weichem Keks. Denke ich, könnten wir uns auch reinfetzen. Eine kleine Auswahl, aber die Auswahl, die du da hast, die können sie zubereiten. Und das finde ich manchmal besser, wie 10 verschiedene Burger anzubieten. Und du kannst aber nur 3 davon wirklich gut. Hast du den anderen schon probiert aber? Den Spicy? Den neuen Special habe ich noch nicht probiert. Nee. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen einfach 2 Cheeseburger. Top, ja. Und einen diesen. Ja. Und den lassen wir in die Hälfte schneiden. Top. Und wenn er schmeckt, bestellen wir noch einen. Machen wir. Was für Pommes willst du? Die klassischen. Ja. Mit Trüffel. Ja. Parmesansoße. Einmal klassisch, einmal Trüffel. Einmal klassisch, einmal Trüffel. Das ist das, ne? Ja. Auf jeden Fall, Freunde, hier haben wir die Martin Potato Rolls. Warte mal. Gute Musik läuft hier drin auch immer. Auch nicht zu laut, du kannst dich noch unterhalten. So muss man Burger machen, so sieht's aus. Thank you.
Also was natürlich sichtbar ist, okay, der Bruder hier hat Spaß beim Burger machen. Lass dich nicht stören, Bruder, mach wie du meinst. Das haben wir gut. Ich will das auch gar nicht zu heftig zeigen. Der Chef hat auch gesagt, Bro, bitte nicht alle Schritte filmen, okay? Die haben da auch ihre eigene Art, ihre eigene spezielle Rezeptur auch so. Und ich finde, das muss man auch respektieren, dass wir überhaupt in der Küche stehen dürfen und sowas. Und boah, diese Burger sehen juicy aus. Die Jungs arbeiten sauber, arbeiten schnell, gutes Team. Die Platte auch schon wieder direkt sauber, also da ist kein Restfett, keine Restsachen. Ich denke doch, wir haben genug gesehen. Wir warten jetzt am Tisch, bis wir gleich unsere Burger bekommen. Hat auf jeden Fall diesen Shake Shack Look, muss man sagen. Warst du schon bei Shake Shack 100%? Nee, Bro, noch nie. Aber nicht der in Istanbul? Nee, nee. Sondern wirklich muss in den Staaten sein. Das ist wichtig. So, Freunde, wir sitzen am Tisch und der erste Biss gehört Alan auf jeden Fall. Also Eisberg, klassisch, ja. Pickles, ja. Eine Spezial-Haussoße, geil. Cheddar, Fleisch. Fleisch, klassisch. Hau rein. Gut. Meiner Meinung nach darf Alan ab jetzt auch wirklich Burger bewerten. Wer bei Goldies gegessen hat, weiß, was gut ist. Das ist wichtig. Cheese Fries. Krass, dieser Käse. Also dieser Käse schmeckt so richtig nach diesem typischen Schablettenkäse. Richtig intensiv auch, gell? Ja, Bro. Boah, ja, Bro. Die habe ich glaube, die habe ich noch nicht gegessen. Ich habe nur die und die normalen gegessen. Aber die ist... Das ist auf jeden Fall gut beladen. Dieses Bun ist butterweich und mit Butter durchtränkt. Guten Appetit, verehrte Zuschauer. Boah, ungelogen, ich war gestern Burger essen. Aber den Burger kann ich viermal die Woche essen, ohne Probleme. Fleisch schmeckt man, Käse schmeckt man dadurch, dass sie doppelt Käse einfach reinballern. Der Salat kommt gut, diese Pickles, das Bun ist lecker, das Fleisch ist gut. Ich liebe diesen Burger, muss ich ehrlich sagen. Ist auch so ein Burger, der einfach im Mund verschwindet. Du beißt nur zwei, drei Mal und dann wird es ein matt. Das Fleisch arbeitet gut zusammen. Diese Fries, Leute. Was mir auch natürlich taugt, ist, die haben diesen Salat so feine, wie heißt es, Streifen geschnitten. Dass, ja, du hast einfach von allem, du kriegst von allem. Die Essiggurken machen Spaß, da sind zwar nur zwei, drei Stück drin. Das heißt, bei manchen Bissen hast du halt keine Essiggurke, aber es ist trotzdem super lecker. Good job, my brother. Thank you. Thank you very much. Thanks. Cheers. Thank you. Guten Appetit, man. Thank you. Danke. Kuss geht raus an den, der kann gut Burger machen, muss man ihm lassen. Diese Käsesoße, gell? Ich wollte euch vorher gerne. Würdet sie die selber noch nach? Die ist 10 von 10. Coleslaw. Coleslaw extra drin, ja. Peanut Butter Chili Soße, oder? Peanut Butter Sweet and Spicy Peanut Sauce. Scharf. Scharf? Scharf Esser? Nee. Ah, okay. Aber gut. Crunchy.
Ich sag so, wie es ist. Dieses Chicken muss ich jetzt probieren. Bist du ein Chicken-Experte? Ich schwöre, ich hätte es nicht gedacht, dass man mich mal Chicken-Experte nennt, aber... Aber du bist es. Ja, anscheinend. Aber du bist es. Das ist ein gutes Ding. Das hier ist ein gutes Ding. Ihr habt ja gesehen, es wurde in so einer Schale mit so Chili-Soße nochmal eingeschmiert. Wie so mit Sonnenmilch, wenn du am Strand liegst. Okay. Das ist das Einzige, was ein bisschen juiciger sein könnte. Ich finde die Panade ziemlich nice. Und es könnte für mich das Chicken alleine ein bisschen mehr Taste haben. Aber ansonsten, mit dem ganzen Burger muss ich mal probieren. Extra Long Chili Cheese mit Chicken. Ja. So, das könnte er sein. Ja. Richtig gut. Ich finde, der ist auch geil scharf, der ist perfekt scharf. Ja. Wenn man kein scharf isst, dann ist er natürlich sehr scharf. Aber ich esse scharf und spüre ihn, also somit, der kann was. Das Fleisch ist innen rosa, wirklich saftig, saftig. Der Beefburger, da muss ich nicht viel zu sagen, den habe ich gegessen. Ich feiere den auch. Da könnte für mich vielleicht das Fleisch ein bisschen salziger sein. So muss ich ehrlich sagen. Und ansonsten ist es schon ein strammer Burger. Ich mag es eigentlich gar nicht so viel, immer zu sagen, das sollte man besser machen, das sollte man besser machen. Sondern diesen Burger würde ich einfach immer mal wieder essen. Und ich war ja auch schon selber zweimal hier, somit, das sagt ja eigentlich alles. Für alle Leute, die aus Wien sind, sagt mir gerne mal, wie ihr Smashbox findet. Doch dieser Chicken Burger, muss ich ehrlich sagen, der hat eine schöne Schärfe, schöne Süße. Alan hat gerade gemeint, er hat das Peanut Butter nicht richtig gemerkt. Kann sein, dass er ein bisschen zu scharf ist, weil bei mir, ich spüre es leicht und ich finde es eigentlich genau richtig, weil wenn ich es mehr spüren würde, würde es mir nicht mehr taugen. Und der Burger bleibt auch, also das Chicken, die Panade, hält schön die Form. Trotzdem müssen wir sagen, Bro, Hammer Vorschlag. Danke. Sehr gut. Freut mich. Also man muss schon sagen, bis jetzt, an euch alle da draußen, mit denen ich essen war, auch an dich, die Leute haben Geschmack. Wir haben immer bis jetzt gut gegessen. Natürlich, ich muss sagen, das hier ist jetzt von den ganzen Zuschauern Essen mit Ciao Napoli einer meiner Lieblingsspots. Kritisch, ich höre, du hast sehr kritischen Blick, Bruder. Wenn du mein Restaurant kommen würdest, ich hätte Angst. Nee. Ein Vanille-Bananen-Pudding. So würde ich es beschreiben. Da ist sogar Banane drin. Ja, richtig. Hier sind Bananenstücke drin. In so einem Vanille-Pudding. Top. Er ist schön erfrischend nach so einem Burger. Ich bin ehrlich, nach so einem Burger will ich eigentlich diesen Burgergeschmack so lange im Mund behalten, wie ich kann. Aber das ist schon sehr, sehr lecker. So, Freunde, noch ein kleines Trinkgeld dagelassen. Ein sehr, sehr großes Danke geht raus an Smashbox, die haben uns eingeladen. Danke. Top. War gut. Zählen wir raus. Ich bin wirklich rundum zufrieden. Ob das jetzt der beste Burger ist für mich in Wien oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber bis jetzt, die ich probiert habe, würde ich fast sagen, ja, könnte sein. Aber wir werden auf jeden Fall noch weiter auf der Suche sein, noch ein paar Burger probieren. Safe. Danke an Alan auf jeden Fall. Danke dir, Bro. Guter Mann, Kuss geht raus. Unten ist auf jeden Fall sein Insta verlinkt. Danke. Randy, ich danke dir. War top, super Tag. Hat Spaß gemacht. Schleimer. Hat Spaß gemacht. Spaß. Kuss, nee. Ich hatte viel mehr Spaß als du. Ja. Wie viel PS hat es aber? 170. 170 auf dieses leichte Auto? Ja. Mit dem Wagen kannst du nur angehalten werden, Bro, ehrlich. Ja, Bro. Der ist so laut. Ich will mich nicht wundern, ne?